Mache eine Anfangsschlaufe und häkel insgesamt 6 Luftmaschen. Schließe dann deine Luftmaschenkette in der ersten gemachten Luftmasche mit einer Kettmasche zu einem Ring. Häkel dann 3 Luftmaschen und häkel in deinen Ring insgesamt 19 ganze Stäbchen. Beende dann die Runde in der Luftmaschenkette vom Anfang mit einer Kettmasche. So, wir starten die nächste Runde. Wir häkeln 3 Luftmaschen und wir häkeln auf die erste Masche je ein Stäbchen. Und in jede zweite Masche verdoppeln wir jetzt nun unsere Masche, indem wir 2 Stäbchen hineinhäkeln. Dann wieder auf die nächste ein ganzes Stäbchen und auf die zweite Masche wieder je 2 Stäbchen in eine Einstichstelle. So machen wir das jetzt einmal für die komplette Runde und sehen uns gleich wieder, wenn wir am Rundenende angekommen sind. Nun können wir die Runde am Rundenende beenden in der Luftmaschenkette vom Anfang mit einer Kettmasche. Wir starten unsere nächste Runde. Wir häkeln 4 Luftmaschen. Wir häkeln dann auf unsere nächste Masche ein ganzes Stäbchen, eine Luftmasche, auf die nächste Masche wieder ein ganzes Stäbchen, eine Luftmasche, auf die nächste Masche ein ganzes Stäbchen, eine Luftmasche, auf die nächste Masche ein ganzes Stäbchen, eine Luftmasche und so geht das auch wieder für die komplette Runde. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir am Rundenende angekommen sind. Wir sind dann wieder am Rundenende angekommen. Ich habe eine Luftmasche noch gehäkelt, steche in meine letzte Masche ein, mache ein ganzes Stäbchen und kann jetzt nun meine Runde direkt beenden in der Luftmasche vom Anfang mit einer Kettmasche. Wir starten die nächste Runde. Wir häkeln jetzt 5 Luftmaschen. Wir häkeln Stäbchen auf Stäbchen, dann machen wir 2 Luftmaschen und häkeln auf die nächste Masche ebenfalls ein ganzes Stäbchen, 2 Luftmaschen, auf die nächste Masche Stäbchen auf Stäbchen. So geht das auch wieder bis zum Rundenende und wir sehen uns dann gleich wieder. Am Rundenende wieder angekommen, beende ich direkt meine Runde in der Luftmaschenkette vom Anfang. So, wir starten die nächste Runde. Wir häkeln 6 Luftmaschen. Und häkeln dann wieder Stäbchen auf Stäbchen. Dann häkeln wir 3 Luftmaschen und häkeln wieder Stäbchen auf Stäbchen. 3 Luftmaschen, dann wieder Stäbchen auf Stäbchen häkeln. So geht das für die komplette Runde wieder. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir dann am Rundenende angekommen sind. Am Rundenende wieder angekommen, beenden wir die Runde in der Luftmaschenkette wieder mit einer Kettmasche. In der nächsten Runde machen wir nichts anderes, außer dass wir anstatt 3 Luftmaschen jetzt immer 4 Luftmaschen häkeln. Aber es geht jetzt nach diesem Prinzip einmal für die komplette Runde, wie gesagt, mit 4 Luftmaschen weiter. Und wir häkeln zu Anfang 7 Luftmaschen und beginnen dann mit dem ersten Stäbchen. Und dann werden immer 4 Luftmaschen zwischen den Stäbchen gehäkelt. Wir sehen uns dann in der neuen Runde zurück. Wir starten dann mit der neuen Runde. Wir häkeln 3 Luftmaschen und haben jetzt hier unseren ersten Bogen. In den Bogen häkeln wir jetzt 4 ganze Stäbchen hinein. In den nächsten Luftmaschenbogen machen wir ebenfalls wieder 4 ganze Stäbchen.
Dann wieder in den nächsten Luftmaschenbogen, da machen wir auch 4 ganze Stäbchen rein. Und so geht das jetzt für jeden Luftmaschenbogen so, dass wir hier 4 ganze Stäbchen reinhäkeln. Wenn wir das gemacht haben, dann schließen wir die Runde ganz normal in der Luftmaschenkette mit einer Kettmasche ab, so wie wir das in den Runden davor auch getan haben. Und wir sehen uns dann in der neuen Runde wieder. Wir häkeln jetzt 4 Luftmaschen. Wir übergehen jetzt die nächsten 3 Maschen. 1, 2, 3. Auf die 4. Masche häkeln wir jetzt 3 Stäbchen in dieselbe Einstichstelle. Dann häkeln wir eine Luftmasche. Die nächsten 3 Maschen wieder übergehen. 1, 2, 3 und auf die 4. Masche machen wir wieder 3 Stäbchen in dieselbe Einstichstelle. Dann folgt wieder eine Luftmasche. Die nächsten 3 Maschen übergehen. 1, 2, 3 und auf die 4. Masche machen wir wieder 3 Stäbchen in eine Einstichstelle. So geht das jetzt einmal reihum und wir sehen uns gleich am Rundenende zurück. Ich bin dann am Rundenende angekommen. Ich habe noch 4 Maschen vor mir. Ich habe eine Luftmasche vorher gemacht, übergehe die nächsten 3 und jetzt häkel ich 2 ganze Stäbchen noch in die Masche, denn die Luftmaschenkette wird quasi dazu gezählt zu dieser Zweierstäbchengruppe, so dass wir auf 3 kommen. Seht ihr? So, ich habe das Ganze jetzt wieder mit einer Kettmasche auch beendet. Wir starten die nächste Runde. Wir häkeln jetzt 3 Luftmaschen und haben ja hier unseren ersten Luftmaschenbogen. Und da häkeln wir jetzt 2 Maschen dazu. Eine Luftmasche, sodass das Ganze jetzt hier wieder eine Dreierstäbchengruppe ergibt mit der Luftmaschenkette. Wir gehen in den nächsten Luftmaschenbogen und jetzt häkeln wir wieder 3 ganze Stäbchen hinein. Eine Luftmasche, in den nächsten Luftmaschenbogen übergegangen, machen wir auch da wieder 3 ganze Stäbchen hinein. Eine Luftmasche, in den nächsten Luftmaschenbogen übergegangen, machen wir hier auch wieder 3 ganze Stäbchen. So geht das jetzt wieder für jeden Luftmaschenbogen so. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir am Rundenende angekommen sind. Am Rundenende angekommen bin ich jetzt am letzten Luftmaschenbogen. Da häkel ich wiederum jetzt 3 ganze Stäbchen rein. Mache dann noch eine Luftmasche, denn die Luftmaschenkette vom Anfang gehört jetzt nicht zu der letzten Dreierstäbchengruppe, sondern wie ihr seht hier zur ersten, deshalb müssen wir das jetzt so machen. Und dann kann ich die Runde auch schon beenden in der Luftmaschenkette vom Anfang mit einer Kettmasche. Jetzt werden wieder 4 Luftmaschen gehäkelt, weil wir ja hier diese ganzen Stäbchen übergehen müssen, um in den Luftmaschenbogen zu kommen. Ich gehe also hier rein und häkel jetzt wieder 3 ganze Stäbchen da rein, weil die Luftmaschenkette jetzt vom Anfang bezieht sich dann wieder hier auf den letzten Zwischenraum. Ne? Eine Luftmasche. Wir machen jetzt diese Runde nichts anderes wie die letzte Runde auch. Wir häkeln jetzt in unsere Luftmaschenbögen 3 Stäbchen mit einer Luftmasche. Das machen wir jetzt von Bogen zu Bogen immer so weiter. Diesen Mustersatz, den machen wir jetzt inklusive dieser Runde 4-mal. Das heißt, diese Runde plus 3 Runden. Und ja, wenn wir dann insgesamt diese 4 Runden gehäkelt haben, dann sehen wir uns auch gleich schon zurück. Wir starten die neue Runde. Wir häkeln 3 Luftmaschen. Wir gehen in unseren ersten Luftmaschenbogen über und hier werden 5 ganze Stäbchen reingehäkelt.
Dann häkeln wir 3 Luftmaschen. Wir gehen in unseren nächsten Luftmaschenbogen über und häkeln hier 5 ganze Stäbchen hinein. Dann werden wieder 3 Luftmaschen gehäkelt. Wir gehen in den nächsten Luftmaschenbogen, auch hier wieder 5 Stäbchen reinhäkeln. Ja, und das wird einmal so ringsherum gemacht nach diesem Schema. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir am Rundenende angekommen sind. Wir sind dann am Rundenende angekommen. Ich habe jetzt in meinen letzten Luftmaschenbogen 5 Stäbchen gemacht. Wir häkeln jetzt keine Luftmasche mehr. Ich beende direkt meine Runde in der Luftmaschenkette vom Anfang mit einer Kettmasche. So, wir starten also die nächste Runde. Ich häkel 3 Luftmaschen und ich häkel jetzt hier in meinen allerersten Bogen 2 ganze Stäbchen hinein. Dann mache ich 3 Luftmaschen und häkel in denselben Bogen 3 weitere ganze Stäbchen. Ich gehe in meinen nächsten Luftmaschenbogen über, überspringe die ganzen Maschen und häkel jetzt 3 ganze Stäbchen hinein. Dann mache ich 3 Luftmaschen und häkel in denselben Bogen 3 weitere ganze Stäbchen. Ich gehe in den nächsten Luftmaschenbogen über und häkel auch hier wieder 3 ganze Stäbchen rein. Dann mache ich 3 Luftmaschen und 3 ganze Stäbchen in denselben Luftmaschenbogen. Das mache ich jetzt von Luftmaschenbogen zu Luftmaschenbogen so identisch. Und wir sehen uns gleich wieder am Rundenende. Am Rundenende wieder angekommen, beenden wir die Runde wieder in der Luftmaschenkette vom Anfang mit einer Kettmasche. Wir starten die nächste Runde. Wir häkeln jetzt 3 Luftmaschen und gehen hier in unseren Zwischenraum rein. Und da machen wir 5 ganze Stäbchen hinein. Dann häkeln wir 4 Luftmaschen. Wir gehen in unseren nächsten Zwischenraum über. Und da werden wieder 5 ganze Stäbchen reingehäkelt. Dann häkeln wir wieder 4 Luftmaschen. Wir gehen dann in den nächsten Zwischenraum über. Und hier werden wieder 5 ganze Stäbchen hineingehäkelt. Das Ganze machen wir jetzt einmal wieder so fortlaufend weiter bis zum Rundenende. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die Runde gemeinsam abschließen. Am Rundenende wieder angekommen, habe ich jetzt noch einmal 4 Luftmaschen gehäkelt, beende die Runde in der Luftmaschenkette vom Anfang mit einer Kettmasche. So, wir starten die nächste Runde. Ich häkel 3 Luftmaschen und häkel hier in meinen allerersten Zwischenraum 2 ganze Stäbchen. Ich mache 3 Luftmaschen und häkel in den Zwischenraum 3 weitere ganze Stäbchen hinein. Ich gehe dann zum nächsten Zwischenraum über, da mache ich 3 ganze Stäbchen hinein. 3 Luftmaschen. Und 3 weitere ganze Stäbchen. Dann gehe ich zum nächsten Luftmaschenbogen über. Da mache ich wieder 3 ganze Stäbchen hinein. 3 Luftmaschen.
und 3 weitere ganze Stäbchen. Wir gehen wieder zum nächsten Luftmaschenbogen und ja, da machen wir jetzt nichts anderes wie gerade auch. 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Das machen wir jetzt wieder einmal für die komplette Runde so und sehen uns gleich wieder am runden Ende. So, wir sind am runden Ende angekommen. Ich häkle jetzt in meinen letzten Luftmaschenbogen noch einmal 3 ganze Stäbchen rein. Dann mache ich 3 Luftmaschen und häkel 2 ganze Stäbchen dazu. Ich kann dann meine Runde in der Luftmaschenkette vom Anfang mit einer Kettmasche beenden. Wir starten dann die nächste Runde. Wir häkeln 5 Luftmaschen. Wir fixieren die Luftmaschenkette hier in unseren ersten Luftmaschenbogen mit einer festen Masche. Wieder 5 Luftmaschen. Nun fixieren wir die Luftmaschenkette hier zwischen den Maschen mit einer festen Masche. Wieder 5 Luftmaschen. In den nächsten Luftmaschenbogen fixieren wir diese mit einer festen Masche. Wichtig, dass ihr euch hier noch einen Maschenmarkierer reinsetzt. Als Markierung. Das sage ich euch aber gleich, wenn wir da wieder angekommen sind, warum, wieso, weshalb. Ist ganz wichtig, dass wir uns da einsetzen, weil man das sonst sehr schlecht erkennt, wo die Runde anfängt und wo sie aufhört, da wir ja noch mehrere Luftmaschenbögen häkeln. Wieder 5 Luftmaschen. Dann wieder zwischen den Maschen fixieren mit einer festen Masche. 5 Luftmaschen, in den nächsten Luftmaschenbogen fixieren mit einer festen Masche. Und so machen wir das jetzt einmal ringsherum, bis wir gleich am Maschenmarkierer angekommen sind. So, wir sind am Rundenende angekommen. Ich häkel jetzt nochmal 5 Luftmaschen. Und nun kommt unser Maschenmarkierer zum Einsatz. Ich fixiere jetzt nämlich die Luftmaschenkette in diesem Luftmaschenbogen. Und dieser Maschenmarkierer, der bleibt jetzt von Runde zu Runde immer drin, denn wir häkeln jetzt noch weitere Luftmaschenkettenrunden. Und damit wir dann wissen, wo wir später dann unsere Abschlussrunde reinmachen müssen, bleibt der erstmal weiterhin bestehen. Ich häkel also wieder 5 Luftmaschen, gehe zu meinem nächsten Luftmaschenbogen über und mache da eine feste Masche rein. Wieder 5 Luftmaschen zum nächsten Luftmaschenbogen über und eine feste Masche. Dann gehe ich zum nächsten Luftmaschenbogen über und mache hier wieder eine feste Masche rein. 5 Luftmaschen, ich gehe in den nächsten Luftmaschenbogen über, wieder eine feste Masche. Und so geht das jetzt für die komplette Runde einmal so weiter. Wenn wir dann gleich an unserem Maschenmarkierer wieder angekommen sind, dann zeige ich euch auch schon, wie es weitergeht. Ich bin dann wieder am Rundenende angekommen. Hier ist schon wieder der Maschenmarkierer. Ich mache wieder 5 Luftmaschen und fixiere wieder in der nächsten Luftmaschenkette meine Luftmasche mit einer festen Masche. Wieder 5 Luftmaschen häkeln, in den nächsten Luftmaschenbogen diese wieder mit einer festen Masche fixieren. Dann in den nächsten Luftmaschenbogen ebenfalls die Luftmaschenkette mit einer festen Masche fixieren. Ja, und so machen wir das jetzt auch wieder für die komplette Runde. Und danach machen wir nochmals diese gleiche Runde. Wie gesagt, in der nächsten Runde einmal identisch, also nochmals eine ganze Runde mit der Luftmaschenkette. Ja, und wenn wir diese und die nächste Runde fertig haben, dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind jetzt wieder am Rundenende bzw. 9 Rundenanfang angekommen. Ich häkel jetzt 3 Luftmaschen und häkel in meinen ersten Luftmaschenbogen 5 ganze Stäbchen hinein.
Dann mache ich 2 Luftmaschen und häkel nochmals 5 Stäbchen in den Luftmaschenbogen. Ich gehe in den nächsten Luftmaschenbogen über und hier mache ich eine feste Masche drauf. Dann in den nächsten Luftmaschenbogen mache ich 5 ganze Stäbchen hinein. Dann mache ich 2 Luftmaschen und in denselben Bogen 5 ganze Stäbchen. Dann in den nächsten Luftmaschenbogen übergegangen, feste Masche reingehäkelt. Und dann gehe ich wieder in den nächsten Bogen und mache das jetzt so abwechselnd weiter. Für jeden Bogen einmal und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir dann am Rundenende angekommen sind, um dann die Runde gemeinsam zu beenden und dann unser Mandala fertigzustellen. So, ich bin jetzt an meinem letzten Luftmaschenbogen angekommen und mache jetzt hier eine feste Masche rein, um noch den letzten Bogen zu fixieren und kann dann meine Runde in der Luftmaschenkette vom Anfang beenden. Ja, und dann kann der Faden auch schon abgekettet werden und ihr könnt euer Mandala auf einen Metallbogen spannen. Und fertig ist euer wunderschönes Mandala.